or something good. Oh, something good tonight, make me forget about you tonight. In einem Park, wo Refugio del Quetzales sich nennt. Und zum einen ist das ein Rückzugsort für den Nationalvogel von Guatemala und zum anderen ein Aufforstungsprojekt. Und zusätzlich gibt es in diesem Wald 14 Quellen, die ins Dorf fließen. Und was sehr spannend war, ist, dass sie halt gesagt haben, dass die zwei Quellen, die ins Dorf fließen, auch sehr fest für die Kaffeeindustrie, also für den Kaffeeexport gebraucht werden und halt durch den Wasserverbrauch, durch die Kaffeeproduktion auch wieder das verschmutzte Trinkwasser zurückfließt in die Quellen und so eigentlich die Dörfer verschmutztes Wasser haben. In El Plan haben wir die erste Escuela Saludable besucht. Wir sind ganz herzlich empfangen worden von allen Kindern, Lehrern und der Direktorin der Schule. Es war gerade Fiesta del Carnaval. Die Kinder haben sich unglaublich fest gefreut, uns ihre selber gemachten Kleider zu zeigen. Wir haben getanzt und wirklich ein riesen Fest gehabt. Es war super cool. In another place. Unter anderem haben sie uns dann noch ihre sanitären Anlagen von der Schule gezeigt. Wir durften übernachten bei einer ganz herzlichen Familie und haben es wirklich sehr, sehr genossen. In another heart. In another world. Saneamiento ha venido a mejorar bastante. Venimos aquí, las presento al Consejo Municipal, allá las analizamos. Am zweiten Tag haben wir eine weitere gesunde Schule in San José besucht und sind dort sehr herzlich empfangen worden. Sie haben uns nachher in ihre Schulzimmer eingeladen, wo sie kurze Präsentationen
parat gemacht haben, waren sehr kreative Wege, um aufzuzeigen, wie es mit der Umweltverschmutzung, mit der industriellen Verschmutzung und vor allem mit der Wasserverschmutzung im Land aussieht. Ja, die Kinder hatten hier verschiedene Rollen, haben das theatralisch dargestellt und so ein bisschen mehr erzählt, mit was sie sich auseinandersetzen in der Schule. Was dann gelitten hat in die grosse Pause, haben wir miterleben, wie die Kinder ein Ritual entwickelt haben mit den Lehrern zusammen und dem Direktor, wie man vor dem 9 Uhr die Hände waschen und nachher dann nach dem 9 Uhr 10 putzen. Ja, es war schön zu sehen, dass wirklich die gesunden Schulen dort so realisiert werden. Und was für uns ganz normal aussieht, ist dort etwas Neues, was sie haben müssen lernen in der Schule theoretisch. Ja, und was jetzt einfach funktioniert. Und das grösste Ziel wäre jetzt, dass sie das Wissen, was sie in der Schule gelernt haben, heimbringen. Und dann Geschwister, und die Mami und der Papi und die alle das auch machen. Melanie Day, what have I done? Wir haben gesehen, wie Helvetas eigentlich mit lokalen Partnern und Institutionen zusammenarbeitet. Und ich habe es super gefunden, weil eigentlich so die Nachhaltigkeit gesichert werden kann. Und man sieht, dass wirklich das Empowerment, also die Hilfe zur Selbsthilfe, eigentlich umgesetzt wird. Und zum Beispiel sieht man, wie Helvetas Verantwortlichkeiten abgibt oder Leute ausbildet. Und ja, das hat mir sehr Eindruck gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir auch aufgezeichnet bekommen, wie Helvetas eigentlich sehr komplexes Wasserproblem in Guatemala angeht. Und sie probieren jetzt eben, wie sie uns aufgezeigt haben, durch Aufforschungsprojekte dem Problem auf den Grund zu gehen. Wir sehen hier unser Badezimmer. Und zum einen haben wir hier die Dusche. Wir sind etwa auf fast 4000 Meter und wir spüren es auch recht die Höhe. Und vielleicht neben der Dusche ist gerade der Hühnerstall. Da ist das Brunnen. Da kann man hier super das Wasser schöpfen. Auch noch ein wichtiger Teil am Morgen früh ist die Toilette. Und die ist auf dem Hügel oben. So sieht das Ganze aus. Das wäre so halt zum Thema Wash mit sanitären Anlagen, mit dem Brunneli und mit der Dusche. Wir konnten beim allerletzten Teil unserer Reise noch einmal die volle Gastfreundlichkeit geniessen. Wir sind dort auf dem Bürgermeisteramt, vom Vizebürgermeister und ganz vielen anderen Gemeindemitgliedern empfangen worden. Und sie haben sich speziell auch interessiert, was wir in der Schweiz für Viaconava machen. Nachdem wir dort eine Diskussion, also einen schönen Austausch hatten miteinander, sind wir an eine Maya-Zeremonie eingeladen worden, wo die kommende Ernte gepriesen wurde und gebetet worden ist für die.
Nachdem wir dabei waren, sind wir zu einem Essen eingeladen worden, noch einmal auf dem Bürgermeisteramt. Es ist ein Raum ausgegeben worden und sie haben da extra für uns, der kommt aus dem Gebiet, und sie haben da extra für uns aufgetan, was nochmal eine weitere Ehre und ein Dankeschön war für die Arbeit von Helvetas. Die Reise jetzt auch nach Guatemala war ein einmaliges Erlebnis, wo ich denke, so schnell kommt man nicht mehr dazu. Es war vor allem wahnsinnig schön, mit so einer Gruppe Leute unterwegs zu sein, so viele verschiedene Orte zu sehen. Und auch zu sehen, dass das Geld, das man durchs Jahr mit verschiedensten Aktionen sammelt und einnimmt, dass das wirklich nicht mehr ankommt. Und das selber dürfen zu sehen, das ist so ein Highlight von dieser Reise. Und wo ich auch denke, es gibt wieder neue Energie und auch Motivation, um bei Viva Con Agua weiterzumachen und immer wieder neue Leute kennenzulernen, neue Leute motivieren, ja, sich für etwas Gutes einzusetzen. Ich nehme sehr viel Eindrücke heim, vor allem weil die Leute da einfach super freundlich sind. Also wirklich unglaublich, wie sie uns begegnet sind. Und auch die Dankbarkeit, die man einfach gespürt hat, dass sie wirklich uns sehr dankbar sind, Helvetas dankbar sind, dass diese Projekte umgesetzt werden und was wir in der Schweiz auch machen, um das Geld aufzutreiben. Ich nehme ganz definitiv mega viel Motivation heim für die kommenden Saisons. Und ich freue mich mega, den Leuten heim mitzuteilen, was wir erlebt haben und was in Guatemala gemacht wird. Sei das unsere eigenen Leute von Viva Con Agua, sei das zukünftige Supporter, die sich für die Organisation begeistern können. Auch hoffentlich dank diesen Erzählungen, Freunde, Familie usw. So also ganz sicher möchte ich gerne meine bildlichen Eindrücke, die ich hier gemacht habe, mitteilen. Also für mich war die Reise sehr eindrücklich, um zu sehen, wo das Geld, das wir mit Viva Con Agua sammeln, eigentlich genau anfließt. Was mit dem Geld alles kann ermöglicht werden bei diesen Menschen. Und mir hat sehr gefallen, die glücklichen Kinder auch zu sehen in dieser Schule und die herzlichen Menschen. Das ist eigentlich das, was ich am meisten mitnehme von dieser Reise. Und es motiviert mich zusätzlich jetzt auch, weiter mich für Viva Con Agua einzusetzen und weiter solche Projekte zu unterstützen. Ich nehme heim, dass die Bildungsarbeit von Viva Con Agua sehr wichtig ist. Das ist mir da noch mal extrem bewusst geworden. Und zwar, weil wir können den Wasserhahn in der Schweiz aufmachen, wo wir wollen. Sind wir in der Stadt oder in den Bergen. Wir können das Wasser trinken, wenn wir Durst haben. Und hier in Guatemala, das haben sie uns auch mehrmals gesagt, sie haben auch sehr viel Wasser. Aber halt, das Verständnis und der Umgang mit dem Wasser, das ist halt einfach noch nicht vorhanden. Und darum finde ich es extrem wichtig und super cool, dass wir in der Schweiz eigentlich auch mit den Schulen Aktionen machen und sie bilden, dass sie eine spezielle Position haben und auch privilegiert sind, dass wir so gutes Trinkwasser haben. Und das ist mir da wirklich nochmal bewusst worden, dass das sehr wichtig ist, der Umgang mit dem Wasser und auch die Verwendung mit dem Wasser. Take me home.